Junior European Judo Cup kommt die Weltspitze in die Hauptstadt. Hier im Sportforum in Hohenschönhausen standen bereits spätere Olympiasieger wie Rafaela Silva oder Judo-Superstars wie Kaori Matsumoto auf dem Treppchen. 500 Athleten aus 40 Nationen haben in diesem Jahr den Weg an die Spree gefunden, um sich beim letzten wichtigen Juniorenturnier vor den U21 Welt- und Europameisterschaften in Szene zu setzen. Bundestrainer Lorenz Trautmann schätzt das traditionell hochkarätig besetzte Turnier. Ja, also traditionell ist der European Cup in Berlin immer sehr stark besetzt. Und es ist der letzte große Test vor den Höhepunkten, also Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Und klar, also so nah vor dem Höhepunkt zu Hause ein wichtiges Turnier zu gewinnen oder eine Medaille zu machen, ist natürlich nochmal ein super Test und hat natürlich insofern auch einen sehr hohen Stellenwert bei den Sportlern. Ganz besonders gilt das natürlich für die Berliner unter den deutschen Startern, die allerdings an diesem Tag kein Glück haben. Am besten schlägt sich noch Vorjahressieger Dennis Mauer, der allerdings in der Runde der letzten 32 gegen den Österreicher Matthias Tschitschek unterliegt und ausscheidet. Bei den Damen zählen mit Vorjahressiegerin Annabel Winzig und der deutschen Meisterin Dena Pohl gleich zwei Deutsche zu den Top-Favoriten. Sie haben beide einen sehr guten Setzplatz, hier an 1 und an 2 gesetzt. Das heißt, sie können eigentlich frühestens im Finale oder um Platz 3 aufeinandertreffen. Und ja, mein Wunsch wäre natürlich ein rein deutsches Finale. Dann können sie es untereinander auskämpfen, wer die Nummer 1 ist. Und der Wunsch des Bundestrainers geht in Erfüllung. Am Ende siegt Pohl vor Winzig. Bei den Herren bis 73 Kilo, der Gewichtsklasse, in der die Berliner um Dennis Mauer so früh ausgeschieden sind, ist mit dem U21-Vize-Weltmeister Tsukamoto ein echter Nachwuchsstar extra aus Japan angereist. Für die Ausrichter eine Art Ritterschlag für das Turnier. Wenn Japan kommt, wenn Brasilien kommt, dann ist es einfach ein Zeichen, wie wichtig dieses Turnier für alle, für die Vorbereitung ist und welchen Stellenwert das Ganze hat. Am Sonntag stehen dann noch die Entscheidungen in den restlichen Gewichtsklassen an. Zu sehen natürlich wieder bei Hauptstadtsport TV.